Grüße aus dem etwas besser vor Sturm geschützten Hinterhof. Heute soll es um einen Ausrüstungsgegenstand gehen, der vielleicht nicht immer so ganz populär ist. Meistens sind ja auf YouTube die bestgeklickten Videos über Messer, Rucksäcke, Zelte und vielleicht auch nochmal hier und da einen Schlafsack. Und Wanderschuhe, obwohl sie mit das Wichtigste sind, werden gerne mal vernachlässigt. Und dann wird natürlich noch mehr die Pflege dieser vernachlässigt. Und dafür habe ich heute einen kleinen, günstigen, praktischen Tipp für euch. Manche kennen das vielleicht noch aus ihrer Bundeswehrzeit. Und zwar ein einfaches Schuhputzzeug, eine Zusammenstellung. Dieses Schuhputzzeug steht natürlich nur stellvertretend für mehrere Schuhputzzeuge. Ich glaube nicht, dass ich euch verschiedene davon jemals vorstellen werde, sondern ich stelle euch einmal das Bundeswehr-Schuhputzzeug vor und ihr könnt dann gucken, ob ihr vielleicht das hier haben möchtet oder ob ihr ein moderneres mit vielleicht ein paar mehr Funktionen oder besserem Aussehen oder kleinerem Packmaß auch einfach haben wollt. Denn das hier ist natürlich ein ganz schöner Oschi und man braucht nicht immer alles, was da drin ist. Da findest du natürlich die Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Das kennst du von meinen Videos. Was ist die grundlegende Funktion, die ein Schuhputzzeug erfüllen soll? Sie soll natürlich putzen, aber das ist gar nicht der hauptsächliche Aspekt, den man haben möchte, sondern Pflege ist auch noch ein Riesenthema. Lederschuhe sollten besser gepflegt werden, sonst wird das Leder irgendwann trocken und spröde. Das heißt, nach dem Abputzen wollen wir es auch noch mit Fett einreiben und vielleicht, je nachdem, wie fancy man drauf sein möchte, kann man natürlich auch noch einen Abperrschutz extra benutzen. Zum Beispiel zum Aufsprühen, da gibt es verschiedene Sachen. Hier haben wir natürlich nur die klassische Ledercreme mit drin. Wir haben einmal außen absolut robust, wie immer Bundeswehrstandard, aber dafür auch mega schwer, die Kunststoffhülle und können das dann einmal so aufklappen. Ne? Ihr seht das hier, wir können das Ding einmal verbinden sozusagen, dass es außen alles hält. Das ist hier die kleine Schnur und auf der anderen Seite auch. Und dann klappt man das einfach auf. Und dann hat man hier vor sich auf einmal liegen ein großes Pad. In diesem Pad sind verschiedenste Sachen drin. Und zwar unter anderem zwei Bürsten, die hier in so kleinen Vorrichtungen angebracht sind. Da kann man sich die verschiedenen angucken. Wenn ihr ein gebrauchtes Set kauft, so wie ich das gemacht habe, dann kann es natürlich sein, dass beide Bürsten für schwarze Schuhcreme bzw. ja, schwarze Creme benutzt worden sind. Das ist dann natürlich nachteilig, falls ihr damit auch mal weiße Schuhe pflegen wollt. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr weiße Lederschuhe besitzt. Vielleicht besitzt ihr aber auch einfach nur helle und wollt sie nicht dunkel haben. Dann ist das natürlich ein Nachteil. Mir ist das relativ egal. Das heißt, ich habe einfach beide Bürsten mit schwarzer Creme bekommen. Könnte man sich darüber beschweren. Falls ihr also dieses Problem nicht haben wollt, solltet ihr euch vielleicht ein neues Set kaufen. Dafür hat meines, glaube ich, nur 7 Euro gekostet. Weiterhin haben wir hier zwei kleine Fächer. Dort finden wir verschiedene Cremen drin. Wir haben hier einmal die Standard schwarze Creme und hier einmal die Lederpflege in Creme neutral, nennen sie es hier. Also nicht weiß, sondern einfach nur neutral, falls man zum Beispiel halt seine hellbraunen Schuhe auch gerne in diesem Leder lassen möchte. Mir ist das meistens ein bisschen relativ. Das heißt, ich pflege meine Schuhe so, dass sie Hauptsache gepflegt sind. Aber es bietet sich natürlich trotzdem an, auf hellbraunen Schuhen, Wanderschuhen, eine neutrale Creme zu benutzen und nicht die schwarze, sondern sich die schwarze für zum Beispiel Anzugsschuhe etc. übrig zu halten. Wir haben hier nochmal kleinere Fächer. Je mehr Fächer das hat, desto mehr hat man das Gefühl, man hat die Kontrolle über sein Leben. Das kennt man ja. Mit einfachem Tuch, so ein bisschen Reparaturzeugs wie Knöpfe. Ne? Wir haben hier sogar ein bisschen Nähgarn, ein bisschen Ersatzschuhband, falls man damit mal auf die Schnelle sozusagen sein Schnürsenkel reparieren möchte, etc. etc. Ne? Ganz viele Kleinigkeiten, die man zur netten Ausbesserung benutzen kann, habe ich selber aber noch nie benutzt. Kann man aber natürlich machen. Dann haben wir hier mit das Kernstück und das sind Bürsten. Viele verschiedene Bürsten. Hier einmal eine sehr grobe Bürste in groß und eine grobe Bürste in ein Spachtel, mit dem man in die Ecken reinkommt, etc. Und hier haben wir eine sehr große Bürste, die natürlich für den groben Dreck da ist. Ne? Leicht warmes Wasser
nicht heißes Wasser natürlich, ihr wollt dem Leder nicht schaden und dann schrubbt ihr den Dreck runter. Das ist sehr befriedigend nach so einer großen Wandertour, wie ich finde. Kann man gut ein bisschen Fernsehen zu gucken oder sonst irgendwas in der Richtung. Oder natürlich ein YouTube-Video von einem Gier- und Ausrüstungskanal. Ich möchte hier natürlich keine Werbung machen. Und dann haben wir hier noch weitere Bürsten zum Polieren. Wunderbar. Alles, was das Herz begehrt, um die Wanderschuhe wieder fit zu machen. Ich habe dieses Set bis jetzt auch nur für Wanderschuhe benutzt, weil ich glaube, Anzugsschuhe habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr richtig benutzt, vor allen Dingen nicht in Schwarz. Deshalb kann ich dazu nicht sagen, wie gut man damit die Schuhe pflegen kann. Ich wüsste aber nicht, warum das nicht gehen sollte. Verschließen wir das Set mal wieder, nachdem wir alles gesehen haben, was da drin relevant ist. Das Schöne an dem Set ist natürlich, es befindet sich alles an einem Ort. Es ist, wenn ihr es Gebrauch kauft, relativ günstig und die Fächer sind alle großzügig bemessen, sodass ihr sie auch mit eigenen Materialien füllen könnt. Ihr könnt natürlich auch in euren beliebigen Drogerie- und Haushaltsmarkt gehen und sagen, nee, diese Art von Schuhcreme, die sagt mir nicht so zu, ich hätte gern die andere oder ich hätte noch ein kleines Spray da drin und versucht dann einen Platz da drin zu finden. Und dann tut man das ins Regal, holt es alle 3 Monate hervor, macht alle 3 Monate damit seine Schuhe, wenn man pflegebewusst mit seinen Schuhen umgeht, und dann ist man happy und alles ist gut. So mache ich das zumindest. Und meine Schuhe sehen dadurch immer super aus und sind auch immer wasserdicht. Man hat natürlich nochmal die Möglichkeit, einen extra Schutz aufzutragen von außen, wenn man so richtig möchte, dass seine Schuhe wasserdicht sind. Ich habe aber bemerkt, dass bei ordentlicher Pflege mit dem Ledercreme neutral absolut wasserdicht ist. Also dann kann ich mit so einem Membranschuh von Meindl kann ich durch die dicksten Flüsse durchgehen. Natürlich nicht, wenn es oben reinschwappt, ne? Ein Schuh ist immer nur von unten und von den Seiten wasserdicht, aber niemals von oben sozusagen. Außer natürlich, ihr habt dafür spezielle Vorkehrungen. Aber darum geht es nicht in diesem Video und ich schweife ab. Ich hoffe, das kleine Video dazu hat dir gefallen. Wenn du noch ein paar Tipps hast, kannst du gerne in den Kommentaren dazu was schreiben. Auf diversen Schuhverkaufsseiten gibt es auch sehr gute nochmal schriftliche Anleitungen. Zum Beispiel schickt Meindl ein kleines Heftchen mit, wo sie eine Anleitung drin haben. Könnt ihr euch auch einfach kostenlos im Internet mal anschauen, wenn ihr darauf Lust habt. Lasst dem Video doch gerne ein Like da und einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Hoffe ich zumindest. Bis dahin. Tschüss, tschüss.